Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Spine Tires. So, wir waren ja in der letzten Folge dastehen geblieben, dass wir mit unserem LKW eine Ladung Holz abliefern wollten. Nur ich sehe gerade, unser Tank ist ein bisschen leer, deswegen würde ich doch mal sagen, dass wir tanken. Aber wie ich gerade sehe, ist kein LKW hier gerade, mit dem wir tanken können. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir weiter und gucken, wie weit wir kommen. Motor starten, Differentialsperre ein und Allrad und los geht's. Ein weiterer Weg durch den Schlamm. Naja, hoffentlich kippen wir natürlich in dieser Folge nicht so um wie in letzter Folge. Ich werde mich bemühen, ordentlich zu fahren, aber manchmal passiert es halt. Aber naja, schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube, man darf auch nicht in diese Pfützen da reinfahren, weil dann glaube ich, dann bleibt man schneller stecken und kippt gleich da um als auf diesem normalen Weg hier. Also ist jetzt meine Theorie, kann natürlich auch anders sein. Aber wir testen, das testen wir bestimmt auch mal irgendwann mal noch. Oh, das sehen. Bitte, das war schon wieder knapp. Auch nicht so schnell. Kommt hier nämlich schon wieder so ein Buckel. Wir kommen darüber. Aber sieht gut aus. Ja, das schafft unser LKW. Ich würde ja mal interessieren, wie viel PS diese Dinge haben, aber es steht nirgendwo. Das ist schade. Also ein paar hundert PS müssen sie bestimmt schon haben. Oh. Jetzt fahren wir ins tiefe Gewässer hier rein. Natürlich nicht so toll. Ja, kommen wir wohl noch durch. Oh, ich habe. Ah, ich habe Angst, dass wir jetzt wieder umkippen. Aber ich habe nichts. Ich habe Angst, dass wir jetzt umkippen. Aber sieht noch gut aus. Ah, nicht stecken bleiben, komm. Das schaffst du. Ah, komm. Komm, das schaffst du. Gib alles! Langsam, aber wir kommen voran. Naja. Natürlich auch sehr viel Schlamm hier. Aber wir sind, glaube ich, gleich durch. Wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Komm. Go! Ich hoffe mal, die Straße wird gleich da vorne ein bisschen fester, aber jetzt stecken wir fest. Oder? Aber wir haben ja zum Glück hier ein paar Bäume, wo wir uns dranhängen können. Ich möchte mich jetzt natürlich gerne an die linke Seite dranhängen. Da ist doch einer. Ziehen wir mal an. Na, Moment. Ja. Wunderbar. Und lösen. Und schaffen wir es so oder müssten wir schaffen. So. Wenn einer von euch dieses Spiel auch gerne spielt, so wie ich, ich würde ja auch gerne mal online spielen. Ihr könnt dann einfach unten in die Kommentare unterschreiben, dass ihr gerne mit mir zusammenspielen wollt.
Das ließe sich bestimmt mal einrichten, dann könnten wir nämlich zusammen diesen Wald hier unsicher machen. Ist bestimmt auch ganz lustig. Also wenn ihr Lust drauf habt, mit mir zusammen zu spielen. Was ich auch gar nicht so, glaube ich, so schlimm ist. Ich bin ja ganz nett. Ja. Oh, da ist ein. Was ist das denn? Oh, jetzt hängen wir. Bin ich überhaupt richtig? Ja, wir könnten jetzt. Wir müssten jetzt hier durchfahren. Glaube ich eher sagen, dass wir hier lang fahren. Hier, aber. Hey, wir müssten schon außen rum fahren, glaube ich, weil ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Dann hier diese Strecke weiter. Ups. Naja, wir versuchen es. Ich hoffe, dass wir durch diesen See hier durchkommen. Der ist zwar ganz schön tief. Aber wenn wir jetzt hier stecken bleiben, haben wir ein Problem. Aber das sieht ganz ordentlich aus. Was ist denn für. Doch schon ein bisschen Kraft, unser LKW. Ja, mit der Lenkung hapert zwar ein bisschen, aber es funktioniert. Wir haben natürlich auch schwere Last geladen. Aber dass wir da so leicht durchkommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Ah, doch nicht so steil wie ich. Oh, wir heben schon ein bisschen ab. Könnten wir mal versuchen, unser ersten. Ah, nee, seht ihr, das wollte ich jetzt nicht. Na, klappt sie? Na, klappt noch nicht. Noch nicht schnell genug. Na, müssen wir ein bisschen warten. So. Jetzt, ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir deutlich mit ein bisschen mehr Power unterwegs, weil wir den ersten Gang plus drin haben. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was das bedeutet, aber auf jeden Fall hat dieser LKW damit durch ein bisschen mehr Kraft und kommt ein bisschen schneller voran. Was in unserem Fall ja gar nicht so verkehrt ist. So, jetzt kommt der nächste Fluss hier. Ich hoffe, wir kommen hier sorgfältig durch. Aber ich mache mir ein bisschen. Ah, seht ihr, da habe ich den Motor abgewürgt. Na, gehen wir wieder ins Automatikgetriebe. Aber wie ihr seht, ist unser Tank gerade rot geworden und ich glaube, wir müssten gleich mit dem Tank-LKW kommen. Und müssten einmal tanken. Was natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen würde. Moment, jetzt muss ich einmal auf die Karte gucken. Auch hier hinten bin ich ja schon. Ah, seht ihr, jetzt bin ich doch falsch gefahren. Ich komme hier wahrscheinlich nicht durch. Ich müsste jetzt links fahren und dann hier hinten lang. Ich traue mich auch nicht so ein bisschen da auf die andere Strecke durchzufahren. Aber naja, also wir bleiben so oder so gleich stehen. Beziehungsweise in 5 Minuten, wenn nach unserer Tankanzeige hier. Und da stecken wir schon wieder fest. Naja, zum Glück haben wir unsere gute alte Seilwinde. Aber. Na, schaffen wir's? Ja, aber. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nämlich hier keinen anderen Baum mehr.
da vielleicht dran. Das funktioniert. Halt. Halt, nein, 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 nein. Ohohoho. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, ja. Gefährlich. Nein, 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 da, verdammt. So, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt ist unser ganzes schönes Holz weg. Und unsere LKW liegt auf der Seite. Naja, dann bleibt uns natürlich nur eins übrig: Rettung in die Werkstatt. Tut mir zwar leid, einige sagen zwar wahrscheinlich jetzt, ich könnte nicht fahren, aber es passiert, sowas passiert schneller, als man gucken kann. Ja, Fahrzeug in die Werkstatt retten, ja. Naja. Aber dann würde ich sagen, wir machen jetzt nicht dasselbe, sondern wir machen natürlich etwas anderes. Wir werden später natürlich nochmal darauf zurückkommen, dieses Holz abzuliefern. Oh, oh. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier nur einparken. Nicht nur einparken. So. Handbremse an, Motor abstellen, Fahrzeug wechseln und dann nehmen wir uns mal diesen schönen Typ. Weil ich habe nämlich vorhin hier hinten eine andere Werkstatt entdeckt, wo ich natürlich diesen schönen Kandidaten noch stehen habe, der leider Schaden ist, also kaputt ist und tankleer ist. Und ich möchte gerne diese Werkstatt freischalten. Also müssten wir mit unserem... Nein, der war es nicht. Mit unserem LKW hier, mit unserem Werkstattanhänger, müssten wir da einmal dahin fahren und die Werkstatt so freischalten. Jetzt muss ich nur einmal kurz den Weg suchen, welchen wir doch am besten fahren. Ich würde ja gerade sagen, wir fahren diesen Weg hier, dann könnten wir nämlich gleich die verdeckten Ziele freischalten. Vielleicht bewirkt sich da ja noch der ein oder andere LKW. Wir werden es herausfinden. Ah ja, dann fahren wir mal los. Und ich glaube, wir können hier lang fahren. Ja, mein, ist ja gut. Bisschen Schaden. Aber ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, mit so einem langen Auflieger hier durchzufahren. Ich hoffe, wir kommen zu diesem Fluss hier durch. Oh, oh, der ist natürlich ganz schön tief. Was der Anhänger da überhaupt dran bleibt, das wundert mich. Er biegt sich ein bisschen. So, aber wir stecken schon wieder fest. Natürlich nicht schön. Nicht gegen den Baum. Sie ist aber auch manchmal hier so ein bisschen knifflig. Um, fahr. Da haben wir da was. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir weiter.
Oder auch nicht. Ich glaube, wir hätten doch den anderen Weg fahren sollen. Wisst ihr was? Das machen wir noch mal kurz. Nein. So. Noch mal kurz ein bisschen gerettet. Und dann fahren wir jetzt mal den anderen Weg. Ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass der schneller geht. Na? Ich hoffe es zumindest. So. Und los geht's. Ich hoffe, wir kommen wenigstens mit dem LKW hier durch diesen Fluss hier durch. Bleib nicht wieder stecken. Aber das sieht gut aus. Oder? Täusche ich mich da? Ja, hat noch funktioniert. Ich meine, der Orangene, der ist ja auch. Gut, der LKW. Der schafft das. Jetzt müssten wir hier lang fahren. Oh, nicht so stürmisch. Ganz schön schnell unterwegs hier. Ist der hier? Oh, Moment. Also richtig sind wir schon mal. Wo sind wir denn jetzt da? Ja, ja, ich weiß. Wir sind wieder auf Automatik. Wir kriegen doch schon ein bisschen Schaden hier. Dass wir gleich noch kaputt sind. Na, fährst du jetzt da hoch? Oh nö. Nur über diesen Hügel hier drüber kommen. Zieh an! Zieh an! Ah, jetzt haben wir sie ja fest. Das ist doch scheiße mit diesem LKW. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt den anderen LKW. Was hier mit dieser Werkstatt, das ist. Kann man das nicht irgendwie hier machen? So. Anhänger abstellen. Anhänger lösen. So. Parken wir mal ganz kurz. Ein
der andere orangene LKW besser, letztes Mal, fand ich. Nee, den wollte ich nicht. Ach, machen wir es halt so. Den wollte ich. So, wir müssen dann den Mehrzweck abbauen und die Sattelkupplung dran bauen. So, Motor starten. Weil dieser LKW hat definitiv mehr Power als der Orangene. Ich hoffe mal, dass wir mit diesem LKW jetzt ein bisschen schräg drunter gefahren. Und zack, ist er dran. Dreht er die Kamera wieder nicht. Moment, jetzt könnten wir doch da hinten, weil mit dem müssten wir doch da durchkommen. Richtig? Aber die ganze Werkstatt schon versaut hier. Ja, Steine. Machen wir mal Licht an. Also mit dem müssten wir doch jetzt eigentlich hier durchkommen. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als unser letzter Kandidat hier gerade. Ja, wir bleiben ein bisschen weiter rechts, weil wir da ein paar Bäume haben, weil das auch eine schwierige Stelle hier gerade ist. Aber dieser LKW kippt immer zum Umkippen. Ja, machen wir mal. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wir versuchen es. Wir kommen schon mal wenigstens voran. So. Ich hoffe mal, dass wir dieses Event jetzt endlich mal erfolgreich abschließen können, die Werkstatt hinten freizuschalten. Weil sonst kriege ich hier nämlich langsam eine Krise mit dieser Karte. Ich möchte diese Karte auch gerne abschließen. Ich hoffe mal, wenn wir diesen anderen 4x4-LKW gleich finden, wird das, glaube ich, alles einfacher, dieses Holz zu verladen und von A nach B zu fahren. Ich fahre lieber mal da durch. Dieser Pfütze, der traue ich nicht. Nein, nicht da hoch. Warum fährst du denn da hoch? Ah, jetzt haben wir wieder keinen Rückwärtsgang. Da lang sollte doch fahren. Mano. Da haben wir doch mal wohl durch den Fluss gefahren, oder? Also wie gesagt, im Multiplayer ist das bestimmt viel alles einfacher, wenn man also zwei unterwegs ist. Da kann man sich dementsprechend untereinander helfen. Aber hier im Einzelspielermodus ist das doch schon ein bisschen schwierig. Irgendwie ein bisschen von A nach B zu kommen. Vor allem mit so einem großen Auflieger hier hinten drauf. Kann man denn hier keinen Baum wo dran? Na da, das nützt mir nichts. Wo bleiben wir denn? Na, bleiben wir. Bumm! Bugandi.
Können wir nochmal rückwärts fahren? Ich glaube, jetzt haben wir uns gleich so festgefahren, dass wir gar nicht mehr wegkommen. Mann, oh. Ah, jetzt sind wir am Arsch. Wie stehen wir denn jetzt hier überhaupt? Da nicht mehr durch. Glaubt ihr mir das? Das finde ich jetzt nicht schön. Das finde ich jetzt nicht schön. Muss drehen vielleicht einmal? So. Dass wir wieder zurückkommen und dann können wir einmal drehen und dann können wir durch den Fluss fahren. Geht das vielleicht? Also erfolgreich gedreht haben wir schon mal. Jetzt müssten wir nur noch einmal drehen. Ich sehe schon kommen, ich muss ja wieder von vorne anfangen. Ich will. Ach ja, ist es immer wieder schön, wenn man irgendwo stecken bleibt. Na. Ah, wir bewegen uns nicht. Nicht mehr. Der Stein, der nervt davon ein bisschen. Aber es hat funktioniert. Oh, jetzt fahren wir mal durch den Fluss. Ich glaube, langsam ist doch dieser Fluss besser als durch diese ganzen Steine. Ja, seht ihr? Wären wir mal gleich durchgefahren. Aber man kann es ja vorher halt leider nicht wissen. Das ist ja das Problem. So. Weiter geht's durch den Matsch, durch den Matsch, durch den Matsch, 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 Matsch. Hm. Warum machen die das immer einen so schwierig hier? Warum ist es überhaupt nachts? Wieso dunkel, sieht man gar nichts. Wenn ich da vorne gleich stehe, dann gucke ich einmal kurz auf die Karte. Wahrscheinlich sind wir schon wieder komplett dran vorbeigefahren. Wo war? Nee. Sieht gut aus. Wir müssen hier gleich rechts fahren. Also hier. Nein, 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 nein. Komm, fahr!
Ha. So, ersten Gang plus rein. Ab geht's. Gibt doch. Unser Auflieger wackelt und. Oh, was war jetzt? Nein! Das schaffen wir. Oh. Ah, Schaden, Schaden, zu viel Schaden. Ups, wir sind falsch gefahren. Es ist aber auch manchmal ein bisschen doof mit dieser Kartenerkennung hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Seht ihr, das ist manchmal ein bisschen scheiße. Zurückfahren können wir nicht. Da ist jetzt so ein Huckel nach oben. Wir können jetzt nur versuchen, hier rückwärts lang zu fahren. Hoffen, dass es funktioniert. Aber ich schätze gleich mal, wir können uns gleich wieder zur Werkstatt retten, weil wir nämlich hier gleich nicht hochkommen. Beziehungsweise bleiben wir auf den Stein stecken. Naja, die Folgenlänge ist natürlich auch wieder erreicht. Dann würde ich sagen, tut mir nochmal leid für meine nicht fahrerischen Künste. Ich werde es natürlich versuchen zu verbessern und ich versuche hier noch ein bisschen rauszukommen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Spine Tires.